Ich mach bereit. Let's go. Gleichzeitig. Erster! Das ging aber voll schnell. Was hast du denn für ein Haus ausgesucht? Keine Ahnung. Irgendwas. Okay. Okay. Wir müssen mit Olaf unbedingt den Knast machen. Der wird sich so einscheißen. Das will CO2 ja nicht. Ah, leider. Aber wir kriegen CO2 schon dazu. Lieber jetzt als... Ich kann mich auch außersehen mal verdrücken. Vor allem lieber jetzt als Anfänger, als wie dann... als hart, weil hart, ja gut, ne? Das wird dann mies. Nee. Yep. Vor allem du hast schon 98. Ja, jetzt wieder 100. Ich laufe. Oh, da ist der nächste. CO2. Es sind immer die gleiche Reihenfolge. Ich muss ehrlich sagen, so gar nicht wie ich dieses Spiel mag, so sehr hasse ich es auch zeitweise. Warum? Ich bin gestorben letzte Runde. Und davor CO2. Ja, aber trotzdem, jedes Mal, wenn ein Hand beginnt, habe ich einfach gefühlt die Buchsen voll. Soll ich mal bei mir hier um die Ecke im Altenheim nachfragen, ob sie dir ein paar Windeln spenden? Nee, so schlimm ist es auch wieder nicht. Das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk für Olaf. Vor allem, es braucht sich keiner mehr vor die Lampen ducken. Es sind mittlerweile 4 starke Lampen vorhanden. Ja, ich würde sogar so der Person sagen, die meine starke Lampe genommen hätte, dass sie mir bitte meine Lampe wiedergeben kann. Ebenso. Vor allem, no, ihr habt alle schon eine Lampe auf der Schulter. Die ist aber so scheiße. Da ist Olaf. Da ist er, ja. Ich hab Standbild. So, ich habe ein Thermometer. Wir müssen noch auf Olaf warten. Wir klauen ihn irgendwie mal alles weg. Was nehme ich denn noch? Kamera. Ich wollte eine Fotokamera nehmen. Ich habe Fotokamera und Thermometer. Foto und wie heißt es noch gleich? Foto und Buch. Es hat wieder 3 Etagen. Ja, dann wer hat jetzt alles ein Thermometer? Ich. Gut, beide. Bleibst du unten, geh ich hoch. Wer hat die Head-Mounted Kamera auf? Olaf. Okay. Alleine EMF Thermometer Ghost Event. Okay, also bleibst du unten im Erdgeschoss, ich geh hoch, Darko. Verspreche ich nicht, aber ja. Ike, du gehst hoch, richtig? Ich geh hoch, ja. Dann bleib ich auch unten, weil ich hab auch eine Fotokamera mit für den Knochen. Okay. Wer geht denn, ich wurde durch zugefallen, soll ich hochgehen? Ja, gehst du mit Ike hoch. Du kannst mit hochkommen, ja. Warte auf mich, ey. Nö. Die Lampe, Alter, ich komme darauf gar nicht klar. Warum wir wieder so? Thermometer, also Gefrierstemperatur. Hab ein paar Schlüssel gefunden. Ja, hier oben auf der Kommode liegen auch noch Schlüssel. Wie sieht's aus mit uns? Ich bin unten fertig, hier ist nichts, muss bei dir oben sein. Wir haben auch Keller, also einmal Keller dann noch checken, Darko. Aber hier oben ist auch nichts. Ich hab gerade ein Radio gehört. Irgendwie so ein bisschen so ein Ich hör's. Aber das meine ich. Hier ist nichts, keine Gefriertemperaturen, gar nichts. Bei mir auch. Ich hab hier gerade. Hier draußen, hier kriege ich
geht's nur auf 11 runter, das war's aber. Dago, komm mal her. Guck mal bitte, stell dich mal so. Ja, hier hatte ich auch kurz Zähne. Ja, Zähne noch. Wo ist das Radio, was man hört? Da hinten im Schlafzimmer. Es könnte ein Zeichen schon sein. Welcher Raum ist genau unter uns? Das ist hier im Flur, krieg ich 10, 9 Grad. Hier waren gerade 9, hier, ja, 9,7 hier. Wenn ich in die Richtung gucke, zur Tür. Also hier im Flur sind es 10 bis, also 9 bis 10 Grad. Oder oben? Oder oben. Ich hatte hier mit 8. Hier ist 8 Grad bei mir gerade. Ja, das ist hier im Flur dann. Ja, aber das ist ja keine Gefriertemperatur. Unter 10 Grad müssten es doch nur sein. Können wir eine Kamera in die Richtung und eine in die Richtung ausrichten? Geht das? Ich muss gerade machen. Kannst du hier hinten in die Ecke eine Kamera machen? Nee, hier, dass du einmal den ganzen Gang filmst. Naja, warte mal, Dago, guck mal. Ich dachte einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Weil hier bin ich. Ja, das ist hier oben der komplette ganze Flur. Ja, deswegen, ich bin hier mal teilweise bei 8 Grad ungefähr. Ja, aber das ist halt auch hier vorne, das ist jetzt scheiße. Wenn ich in die Richtung gucke. Macht mal Licht aus, macht mal eure Lichter aus und so. Wegen Gästeort. Ich würde wirklich diesen Flur machen, Alt. Vertrau mir. Die Kamera ist aus. Welche? Die da im Flur stand. Es steht beide im Flur. Ist wieder da. Ist wieder da. Ich hab hier in dem Raum Geisterorbs auf der Treppe Geisterorbs. Auf der Treppe. Okay. Also ist dann in die Richtung dort, in die Richtung hier. So. Ich lass dich einfach machen, okay? Ich lass sie jetzt so. Hat schon jemand den Knochen gefunden? Negativ. Hier wurde ein Bild gerade runtergeworfen. Hat jemand nur Faulampe für Fingerabdrücke? Habe ich in der Hand, ich komm hoch, ich komm zu euch, aber ich will noch mal sicher gehen, dass ich mich nicht verguckt habe. Also macht mal Licht da bitte aus. Wegen Geisterorbs. Ja, wir sind unten, du kannst gucken. Ja. Ich gehe mal in den Keller nach Knochen gucken. Ja. Warte, wartest du kurz? Nimm die mal mit. Ja, aber wir haben jetzt eine Stelle und es ist ein Bild runtergefallen. Egal, wer könnte jetzt mal eine Fahrrad bekommen? Danke. Wir sind unterwegs. Ich gehe da nochmal hoch wegen EMF-Wert. Es ist ein 2er-Ausschlag. Hier, oder? Wo ist der scheiß Knochen? Gib es mal hoch, gib es mal hoch. Ich kann hier nichts hochheben. Dann sehen wir es nicht, leider. Olaf, das Bild anleuchten. Hab ich doch. Ja, dann ist da nichts. Die Wand anleuchten, vielleicht ist dort noch was. Das Seltsame ist, ich hatte da vorhin Spirit Orbs gesehen, jetzt sind da keine mehr. Ich höre Wasser. Ich höre Wasser. Ich auch, aber ich weiß nicht wo. Dann ist es oben. Aber ich habe auch noch kein... Ich habe auch noch keinen Knochen gefunden. Ist genau rechts über uns gewesen.
Oh, nicht, dass das jetzt hier die Talkbox war. Hab einen Knochen, hab einen Knochen. Aber es ist die Box. Das war, glaube ich, leider nur die Box. Ich habe hier unten auf einmal nur noch viel Gras. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt nochmal Spirit of Smiley gesehen. Ist das Radio wieder an? Aber diesmal an der dritten Stelle. Ja, wir haben Spirit of. Ich habe jetzt drei mittlerweile gesehen. Okay. Was haben wir jetzt alles? Bisher nur Spirit of. Ich leg mal die Kamera um, weil die Kamera da ein bisschen schlecht platziert ist. Hier ist eine Tasse, die ist bestimmt geflogen. Kann jemand den Finger abdrücken schauen? Oder wo bist du? Bist du hier? Ich bin gerade im Keller. Dann komm mal bitte hoch. Hier. Bist du hier? Also. Bist du da? Ich hab mal das Radio ausgemacht, das nervt. Wo ist die Dingskamera, die Dingslampe, die UV-Lampe? Der Donner, komm grad hoch. Gibst du mir die mal kurz? Bist du hier? Ich hab schon drauf gelassen, aber ist nichts. Ike, wo ist das Radio, wenn das an war? Hier hinten. Mach mal deine Kamera aus, auf dein Licht aus. Nee. Ist schon wieder ein Dings an. Hier ist schon wieder ein Radio an. Ich hab unten in der Küche diesmal. Bist du hier? Ich hab Angst, Alter. Bist du da? Ich hab keinen Ausschlag. Geist, du stinkst. Bist du ein Mensch? Hörst du mich? Hast du Angst? Also auf Geisterbox reagiert dann null. Die Sache ist aber auch, es reagiert nur auf Leute alleine und wir standen alle in diesem großen Flur drin. Ja, ich gehe gleich nochmal hoch. Stimmt auch. Ereignis mit RMF-Reader haben wir unter 10 Grad, haben wir jetzt müssen wir noch Geister-Event-Dings machen. Wir hatten kurzzeitig 10er jetzt. Ja, ich habe jetzt auch mal einen Orb gesehen. Ja, rechts halt. Auf das der ist Seite. Komplett. Nee, unten bei der Treppe war auch gerade ein Orb. Das ist die ganze Region, ja. Leute. Deswegen habe ich die auch mal so aufgestellt, dass wir vielleicht da ein bisschen mehr sehen. Dann gehe ich jetzt nochmal rein. Ich gehe nochmal rein mit der Box und frag den Typ, ob er da ist. Wie heißt denn der? Ich hab halt das Ding auf dem Kopf. Daniel Johnson. Ja, das bringt uns jetzt aber nichts. Daniel Johnson. Dann warte mal, ich mach unten an der Treppe mal zur Sicherheit Salz hin. Ja, ich gehe, kann ja trotzdem schon hochgehen. CO2 müsste eigentlich am wenigsten passieren, der ist auch über 70. Daniel Johnson, bist du da? Bist du ein Mensch? Warum machst du das Radio an? Bist du hier?
Gib uns ein Zeichen. Ich habe einen komischen blauen Teller gefunden. Der irgendwie... Bist du hier? Ja, nicht nach oben gehen. Ich versuche gerade mit dem Ding zu reden, da rede ich nur alleine. Ja, Olaf kann wieder nicht hören. Geist, möchtest du Olaf töten? Daniel Johnson, töte Olaf. Nichts erkannt, selbst wenn ich den Namen sage. Der hat nichts, selbst wenn ich den Namen sage, passiert nichts an der Box. Also die können wir ausschließen. Wo bist du denn? Ich bin gerade raus zum Ben. Gib mir mal Neue Aktivität. Achso. Also es kann immer auch die Möglichkeit sein, dass er nicht mit jedem reden möchte. Oh. Hat jemand das Buch? Hab ich eigentlich schon hingelegt, mein ich. Ich hab nichts gesehen. Den? Und Olaf ist drinne. Alleine? Ja! Olaf, erhol dich! Hier drinnen ist sehr viel rumgeflogen. Auch ein Ball die Treppe runer. Aber Salz. Ich hab Olaf auf dem Radar, aber. Alter, der Geist stand. Ohne Witz! Der stand hier davor! Ohne dieses Kreuz! Er hat ein Buch. Ohne Witz! Er hat ins Buch geschrieben! Okay, neuer Hinweis. Aber sag mal, Olaf, wir sollen nicht den Lokalteil verwenden. Hand, Digga, ich will nicht mehr. Hallo? Ja, ja, oh, du Heimatland, ey. Der war übelst nah bei mir. Ich hatte halt nur einen Raum mit offenen Türen. Eieiei. Fehlt noch der dritte Hinweis. Jo, was haben wir bisher? Geisterbuch und Orb. Ist schon wieder eine. Das hat gerade geblinkt, ne? Also es kann Shade und Yurai sein. Wir können aber ausschließen, dass es eben im SR5 und Geisterbox ist. Ich weiß nur nicht, was die beiden brauchen. Hä? CO2? Es ist eher entweder EMF oder Freezing Temperatures bei den beiden. Wollt ihr vielleicht mal anders, wollt ihr mal nicht per Funk reden, dann hört man euch echt besser. Mal eine ganz andere Frage, CO2. Du bist im Haus, aber verlierst kaum Sanity. Weil ich am wenigsten im Haus von uns gerade war, weil ich für lange Zeit vorhin auf den Bildschirm geguckt habe. War das nicht Darko, der immer hier draußen rumgeiert? Nee, ich war vorhin gerade die ganze Zeit hier dran und hab nochmal nachgeguckt, ob die Orbs wirklich da waren beim ersten Mal. Der hat mich halt voll überrascht, als ich wegen Temperaturen gucken wollte. Wer hat EMF mit? Was soll ich genau bei J einmachen, bei den Schmal? Wer hat das EMF? Krieg ich? Ich nicht. Ja, aber entweder EMF
oder freezing temperatures muss es sein. Keine Gefriertemperaturen. Ich bin hier drinnen. Das Mindeste, was war, sind 3 Grad. Keine Gefriertemperaturen. Dann müsste es EMF sein. Ich versuch's mal. Ja. Aber alleine, wenn's geht. Steht ja, glaub da, dass er nur alleine reagiert. Ich behalte die Anzeige im Auge. Are you here? Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, es steht der Name des Geistes, dieser Geist erscheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten, ja. Olaf versucht Prozent runterzukriegen, indem er nur bei der Tür steht. Olaf, wir können das sehen, das weißt du auch nicht. Ja. Olaf, geht's dir doch gut? Digga! Geht's dir doch gut? Du stellst dich da einfach nur hin. Ja, natürlich! Digga, der Geist ist da gerade die Treppe runtergehechtet, wie so ein Spaß, Alter, der ist ihm gerade voll hinterhergehechtet. Sind zwei dann die Treppe runter und 2 Sekunden später kommt der Geist runtergehechtet. Du kannst, lebt er noch? Ja. Okay. Das Problem ist, es ist auch kein EMF. Selbst bei einem Hand hatte ich hier einen EMF Maximalwert von 3. Hä, dann muss es ja gefriert sein. Nee. Wer ist der Geist nochmal? Der heißt Daniel Johnson. Alles klar. Eigentlich, du stehst da ziemlich unpassend. Ja, ich bin gerade im Buch, Moment. Außerdem, warum stehe ich unpassend? Geh du doch mal ins Haus. Na, ich meine, du stehst unpassend, weil niemand was sehen kann und Urlaub gerade im Haus ist. Ich will gerade nicht rein, aber ganz ehrlich, warum lassen wir denn jetzt nicht mal einen Darko reingehen? Der ist die ganze Zeit wieder nur im Van. Während wir unser Leben riskieren. Daniel Johnson, fight me. Hast du Angst? Fight me. Dich! Fick dich, du kleiner Hund! Daniel Johnson. 10er Wert! Olaf! Ja, okay, Eik ist wirklich tot. Hat wer eine Fotokamera? Darko, der Feigling. Der hätte eigentlich reingehen müssen. Ich hab die Kamera in der Hand. Und was macht er? Bleibt da im Van. Darko, wenn du diese Aufnahme siehst, für den Tod bist du verantwortlich. Hat nicht gezählt. Immer noch nicht. Wenn wir Pech haben, ist das nicht der Ort, wo er gestorben ist, so wirklich.
bei mir ist er ja komplett immer drauf. Mach du mal ein Bild. Hier vorne liegt die Kamera. Nö. Okay, bei mir liegt halt... Wir haben keine Fotos mehr. Ja, aber das letzte war's, aber bei mir stehe ich jetzt auf seiner Leiche. Nee, du stehst gut 30 cm daneben bei mir. Ja, ich stehe hier auf seiner Leiche, okay, wir haben ein Bild von seinem Toten, Body. Was jetzt? Wir haben kein EMF und keine Freezing Temperatures. Ich würde trotzdem aufs EMF gehen, weil das kann einfach nur ein Fehler sein. Ja, und fehlt uns nicht dort das Wasser? Nee, bei mir steht da, ein Teammitglied muss Zeuge eines Geistes-Events haben als 40 Objective. Wir haben wieder einen Zähne-Ausschlag. Ja, also wir haben hundertprozentigen Zeuge von einem Geister-Event. Ike ist tot, das ist ein Geister-Event. Und Ike ist hier im Wagen. Ike, wirf mal, wenn du alles eingetragen hast. Ja, der da hinten, da, die Tasse, die gelbe. Okay, wir fahren ab. Nein! Nein, noch nicht! Okay. Ich hab noch gar nichts eingegeben, by the way. Ich klicke jetzt auf den Shade. Ich würde gern erstmal gucken, was es denn gibt. Shade und? Juwai, aber ich gehe von Fünfer EMF aus, weil ich schon mal davon gehört habe, dass EMF manchmal buggy sein kann. Das ist auch schon in älteren Versionen gewesen, aber ich habe nur davon gehört, dass Temperatures nicht richtig funktionieren. Ansonsten hat jemand das Thermometer, ich würde ansonsten nochmal mit Thermometer gucken gehen. Hier. Ike, kannst du mir zeigen, wo die Kamera ist, die du mit hattest? Einfach mit der Tasse. Ike, zeig mir mal mit der Tasse, wo du die Kamera verloren hattest, wenn du eine mit hattest. Okay. Ah, okay, ich sehe die Kamera. Leute, wenn ich drauf... Habt ihr mich gehört? Nein. Vor der Tür habe ich die Kamera hingelegt, die noch Bilder hat, falls ich draufgehen sollte. Ja, wir haben dich auf dem Schirm, falls du stirbst. Ich glaube, Juri hatten sie gesagt. Bisher alles normal, 0% Gesamtaktivität. Man kommt hier gerade durch die komplette Masse. Ich versuche hier um alles zu checken, jede kleine Ecke. Es steigt auf 5. Ehrlich nur auf 3, Quatsch. Alles wieder normal. Bin ich allein im Haus? Ja. Daku gleich losfahren wollte wieder. Ich denke, das ist doch eine super Chance, weil alleine ist die Geisteraktivität, weil du so einen hohen Prozent wärst. Das war ja bei mir, ich hatte auch 70% nur bei Olaf mit mir im Haus, weil ich das ausgelöst war. Bringt mir mal jemand das EMF an die Tür gleich mal. Ich habe nämlich einen Raum gefunden, wo in einem Raum wir 3 Grad haben. Bin unterwegs. Naja, verliere ich halt alles. Und achte mal auf den Monitor, in welchen Raum ich gehe, dass du im Notfall dahin gehen kannst, wegen EMF. Mach ich schon die ganze Zeit. Olaf, Daku könnte doch reingehen, der hat am meisten Sanity von uns. In dem Raum, in dem ich jetzt bin, habe ich EMF. Also habe ich kein EMF, aber ich habe hier 4 Grad und so.
Es ist für mich aber keine gefällte Temperatur. Ja, ich habe gefühlt zeitweise auch ein, ich mein Atem, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Also mit der Gesamtaktivität ist es dauerhaft null. Sanity? Bei 60%. Are you here? Nichts. Are you here? Give me a sign. Give me a sign. Ist gestiegen auf 4. Ich hab die Schritte gehört. EMF 4. Ist gestiegen auf 5. Wieder runter. Ja, ich hatte gerade 4. Ist ja immer leider noch nicht 5. Ich bin da auch bei Chase, aber es... Ich hab den Geistspawn gesehen. Wollen wir sagen, Chase... gestorben ist. Können wir nach der Aufnahme? Ja, wir müssen nur noch den Arzt vom Geist. Tot, oh, sehr gut. Hier, dann sind wir fertig. Also ich habe jetzt eben 46. Dark Sanity geht nie oder 50? Dann würde ich sagen, es ist ein Jurei eigentlich. Wegen dem EMF. Nee, das wäre früher den Temperature Pass, aber Jurei hat den Effekt, dass er schneller die Sanity von Leuten droppt. Und ich hatte bevor, als ich reingegangen bin, hatte ich 80 und ich habe in der kurzen Zeit jetzt 40% verloren. Ja, Abstimmung. Die Frage, was wir nehmen. Weil ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen bei Shade, weil die Prozesse gehen später so schnell. Andere Sache, Shade hat Weakness, the Ghost will not enter hunting mode with multiple people nearby. Ike und Windmann zusammen, Ike und Olaf. Und er hat trotzdem geantwortet. Das hatten wir beim Geist aber auch. Meine Wege. Ja, aber das steht dran beim Shade, das steht beim Shade aber so dran. Und er, aber er antwortet, hier steht aber, er antwortet nur auf Personen, die alleine sind. Ja, aber beim Shade steht auf Englisch, Weakness, the ghost will not enter hunting mode if there is multiple people nearby. Es wird zu Deutsch übersetzt, dass der Shade nicht huntet, wenn mehrere Leute zusammen sind. Das bedeutet gleichzeitig, dass wenn du und Ike zusammen da waren, dass er nicht huntet. Okay. Ja, dann lass doch. Ich hab jetzt auf Yurei, oder nicht? Ich auch. Ja, ja, und der Yurei hat als Stärke auch da stehen. Yurei have known to have a strong effect on people's sanity. Ich hab innerhalb der kurzen Zeit, wo ich jetzt gerade drin war, für MF nochmal nachchecken, habe ich 40 Sanity verloren. Ja, dann lass doch jetzt schnell mal abfahren. Ike ist da, er hat schon runtergedroppt. Ich glaube, damit hat er schon gesagt, dass er auf Yurei letzte Sache, Ike. Bist du, wenn du für Yurei bist, mach einmal, wenn du für Shade bist, mach zweimal. Die Tasse. Einmal. Das war einmal. Bleibt auch dabei. Gut. Darko, habe die Ehre, abfahren.
All the bus roll round and round, round and round, round and round. Welcome back. I prepared some jobs for you. Ich hab doch gesagt, Shade! Au meine Ohren. Entschuldigung, aber ich hab's die ganze Zeit gesagt. Au meine Ohren. Aber alles hat dagegen gesprochen.